Und willkommen zurück bei Knights of the Old Republic. Und wir sehen hier, wie wir sind noch in diesem Gespräch, genau dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, und versuchen, ihre Sprache zu erlernen. Falls ihr euch erinnert, das Mädchen Sascha sucht ein Twi'lek unten in Dantooine. Da werden wir sie hinführen. Aber jetzt erstmal möchte ich diese Sprache erlernen. Ich meine, es kann, wenn es ja, wenn man das kann, dann kann es sich ja nur zum Vorteil geeignen. Tong Abuk Shami no Nok. Also, puzzle, she points towards elsewhere on the ship. Yum. Me wants Kester Yum. Vielleicht ist es ein Raum. Mucho Shakapaka. Sie mimitiert und it looks like she was chewing something. Yum. Mi yum gondisen. Dann bedeutet das wohl Futter, also Food, also Essen. Slima wanga kumbikin. Okay, das stimmt, aber was bedeutet jetzt Nugis? Kipuna, bona na kichu. Sie denkt erst. Sie denkt für einen Moment nach und dann und steps. Kipuna, bona na kichu. Hör auf. Kipuna, bona na kichu. Nugis me ans Kistabo yum nugins. Mal sehen. You want some food now? You are hungry. Tonki ba non tontek. Tapped me, yoba. Tapped you. What do you mean? Also was bedeutet? Was willst du damit sagen? Mucho shaka paka. Points at her mouth. Yoba kapsi. Tap me yoba. You want me to tell you a story about what I'm supposed to talk to speak? What about? Girl pounds at her. Dann. Tonki ba non tontek. Ah, sie möchte, dass ich irgendwas sage. Tonki ba non tontek. Jetzt kann ich mit ihr in ihrer Sprache anscheinend kommunizieren. Das versuchen wir doch mal. Mucho shaka paka. Dann fragen wir mal über diesen Lura'aka nach. Tong Abuk Shami no Nok. Me Palki Laise, me Palki Dantooine. Wir sagen jetzt, sie kann nach Hause. Okay. Mucho shaka paka. Ja, mucho shaka paka. Wir reden mal wieder, wir versuchen, mit ihrer Sprache zu reden. Dann fragen wir uns immer, warum sie auf meinem Schiff ist. Selima wanga kumbikin. Also sie ist zu dem Schiff schon mal gekommen und sie war sehr beunruhigt. Kipuna, bona na kichu. You left the Mandalorians and hid here on the ship. Tonki ba non tontek. You don't want to leave. The Ebony Hawk is your home. Tong Abuk Shamin. Ja, das ist sehr interessant. Nein, sie soll noch nicht gehen. Ich weiß ja, wo sie hin muss. Dann fragen wir mal, ob sie hier schläft. Tong Abuk Shamin no Nok. She points and you understand that she must have been sleeping in the ship's repair ducts. Okay. Sie hat also in den Reparierkästen geschlafen. Okay. Fragen wir mal, warum sie vor den Mandalorianern Angst hat. Kipuna, bona na kichu.
Okay, sie haben sie entführt und geschlagen. Selima wanga kumbikin. Und das mandalorische Schiff war nicht ihr Heim und es hat sie auch nicht gemocht. Mucho shakapaka. Dann, Dong Abuk Shami Nonok. Okay, dann soll sie mal mehr was über Don ihr... Ki ba non tontek. Dantuin Melasa Nanogi. Also, Dong Abuk Shami Nonok. Okay, Okay. Mucho shakapa. Mucho. Dong abuk shami no nok. Okay, gut, sie sagt nichts. Eigentlich wollte ich jetzt hier rausgehen und noch was erkunden. Deshalb bin ich jetzt gerade ein bisschen hin und her gerissen. Machen wir es so, wir bringen das Mädchen zuerst zurück. Aber da ist Sascha immer noch. Also, ich meine, die war doch noch ein kleines Kind, wo das passiert ist. Gehen wir erstmal zurück nach Dantooine. Kashyyyk, Dantooine, Travel. Und Hyperspace. Okay. Wieder eine schöne Anflugsszene. Gehen wir jetzt mal raus und bringen das arme kleine Ding zu jemandem, der sich drum kümmern kann. Weil ich meine, hier auf dem Schiff kann es ja auch nicht ewig bleiben. Achso, wer soll es mitnehmen? Ja, dann einmal du da. Und das wär's dann. Und, yep, der hier war's, der nach Sascha gesucht hat. Lura Arka. Nikokono no ba muliratiko. Ja, er soll mich auch fragen. Sie, gratulo. Jede Badawana Nidibobo. Dongnam. Chanchak Bulara. Umrao Chiska Duchi. On Chuban Jiska Yanki. Titoke Gratun. Kun Chichakun. King Kachachonobra. Bogra. Alam Tumbacha. Nechi Chuna Chubaching. Runde die Hotonga kun Hankabi. Wana kun be. Achuta. Okay, mal sehen, ob sie es jetzt wirklich Runde ist. Runde die Hotonga kun Hankabi. Wana kun be es ching palamule. Tunking ba nunotek. Tugning chatukune mule rabes. Mucho shakapaka. Tolpa da bongwale. Kando nangugu chuchut. Kabadunku piliobo tenya. Bonenai kuchu. Awaga boska chocola. Muchashag pan. Kipuna. Bonana kichu. Takom justach miki grabal mogo. Kachi ita. Tong abuk shami no nok.
Also müssen wir jetzt sagen, dass sie nicht böse Tonki sind. Ba non tontek. Selima wanga kun bikin. Tong hai duom jiji jum blumpa. Nita poe tikito. Dolpa da bon. Wir haben Lichtpunkte bekommen, Erfahrungspunkte bekommen und wir haben den blinden Passagier endlich von Bord. Das ist sehr gut und ja, was soll man sagen, es ist toll. Familie vereint. Und wir können gehen. Zurück auf diesen kleinen Gasplaneten, um einfach mal zu gucken, was da los ist. Und travel. Ah, hat sich doch gelohnt, die Sprache des Mädchens zu lernen und einiges zu tun und zu erfahren, was er so durchgemacht hat. Nicht gerade schön. In der kleinsten Kindheit entführt worden, geschlagen, misshandelt und noch entkommen. Armes kleines Kind. Und wieder der Hyperraum. Ferne unendliche Galaxien. So ein Gasriese sieht schon beeindruckend aus. Den haben sie gut gemacht. Ich frage mich, wie lange sie für diese Szene gebraucht haben und diese so schön detailreich zu machen. Naja, egal, wir werden jetzt rausgehen. Von Bord. Jo, von Bord. Und bin ich denn hier gelandet? Ah, vielleicht Sicherheitszentrum. Naja, dann werden wir jetzt mal gucken. Also ich muss sagen, für so ein Schiff gar nicht schlecht. Dann nehmen wir sie mit und ihn. Und das war's dann auch. Ah, okay, da geht's zurück zum Schiff. Oder wie? Ah, hier gibt's so Access Panel. Aha. Cool. Oh, mein Druid ist auf. Level up. Dann machen wir das doch geschwind. Skills, Repair, Security, Computer Use. Dann haben wir noch 2 Punkte und dann machen wir Demolition hoch. Das akzeptieren wir. Also ein klitzekleines Computergenie. What? Aber wie es aussieht, ist hier gar nichts. Also, puff. Ist ja richtig langweilig hier. Ich gehe hier. Achua Penki, Yun Patisa! Die Chuba Chikotka Naga, Kingbu Mua Mulira Dwana, Kingba Nicha Lora Kun, Ki Mulira Kun King, Tong Hitwama Aki Tinko Tune. Oh, er kennt Davik. Jetzt, oh, wir können Force Persuade machen, dank einer Skillung, die ich vorher ganz am Anfang gemacht habe. Deshalb schaut euch immer diese ganzen Sachen an Fähigkeiten durch. Dadurch kann ich ihn jetzt zwingen, dass ich sein Freund bin. Ichuta. Ja, Erfolg! Also was kann auch daneben gehen? Sowas kann auch daneben gehen. Und die Folgen sind dann dementsprechend groß. Okay, ist das hier ein kleines Schmuggellager? Denn so scheint es mir. Erkundigen wir uns hier erstmal, wie hier wo was alles ist. Hier hat man eine Aussichtsplattform. Aber wohin? Sehr seltsam, keine Ahnung. Was Zugriff verweigert? Könnte es vielleicht sein, weil der kleine Mann hier nicht bei mir ist? Okay, der kleine Mann kann es auch nicht öffnen, dann ist es wirklich nicht möglich.
Hm? Okay, vielleicht kann er mir weiterhelfen. Wo bist du denn, kleiner Mann? Topa na otobo kasa, papa ki muli ra kun kin. Chang waba ching yo shang wi chama u cha wi shun yong kun. Achua penki, yun patisa. Ti chuba chi kotka naga, king bu mwa muli ra duana. Kimba ni cha lora kun. Okay, seit dem Krieg sind hier anscheinend nicht mehr viele. Dann fragen wir ihn mal nach einer Sternenschmiede. Ruinen von Exakun 2, dann fragen wir ihn mal. Achua Penki? Yun patisa, ti chuba chi kutka naga, kingu mwa muli ratuana, kimba ni cha lora kun, kakin cha nawa baka on, bagwa shang konti machit Chiwi aita ka chong chi cha, agi inko tune chula muli ra, tangi wama jiko na. Tong kipa nonku nek abog, tong hit wama aki inko tune, por tong hit wama ji aki inko tun, tong pa no kun, no nek, chi wi aita ka chong chi cha, tong hit wama ji aki inko tun, ka chopa bog ra shong ko ta chi cha, un chawak jiska dosoki, kopa bono nakachu, labora na winki smak toma, kuyami juzku chita nai, uchua penki, Trandoschans, was ist das denn? Achua penki, yun patisa. Ti chuba chi kotka naga, kingu mwa muli ra duana. Kingba ni cha lora kun. Okay, das sind Händler. Die aussehen wie zweibeinige Echsen. Jiska dosoki, kopa bono nakachu, labora na winki smak toma. Kuyami jusku chitanai uchua pen. Dann fragen wir mal, warum diese Monster hier sind. Tong hit wama aki inko tune. Por tong hit wama ji aki inko tun. Tong pa no kun, no nek. Chiwi aita ka chong chicha. Agi inko tune chula muri ra. Tong hit wama ji ko chiwa aita kan ki cha na chupor nibo. Kun muli ra slimo poi ki muli ra kun kin. Tong hit. Tong hit wama aki inko tune. Por tong hit wama ji aki inko tun. Tong pa no kun, no nek. Chi wi aita ka chong chi cha. Ki muli ra kun kin. Kin ba no kun nik dot cha. Achua penki, yun patisa. Ti chuba chi kotka naga, kingu mwa muli ra duana. Kingba ni cha lora kun, jiska dosoki, kopa bono nakachu, labora na winki smak toma, kuyami jusku chita nai, uchua penki, topa na oto bokasa, yubabak ki muli. Also, er hat recht. Er kann mir zwar Sachen verkaufen, diese sind aber nicht billig. Wer? Plus 10? Ach du. Boah, ach du. 3 Blaster Bolt Deflection plus 5? Eine Schattenarmor, Armor Profancy Light, Armor Profancy Light. Maximal Dexterity Bonus 4, Skill Steel 4. Und dann noch Upgrade Defense 6, Dexterity Strength. Das ist ja. Oh,
Da kann man sauber anfangen. Also da kann man wirklich das Sabbern anfangen. Das ist ja schlimm, das ist ja. Oh. Nee, Jedi-Ritterrobe? Ich habe gedacht, die hätte ich angelegt. Dieses kurze Vipro-Schwert ist eh nichts wert, verkaufen wir. So Kristalle. Also ich habe gedacht, ein Lichtschwert wäre ein bisschen mehr wert. Bendax Blaster geht. Ne, so wirklich was zum Verkaufen habe ich momentan nicht. Aber ich habe gedacht, eine Ritter-Jedi-Robe, die hätte ich angelegt. Jedi-Robe? Jedi-Knight-Robe. Dann. Okay, dann ziehen wir mal die Jedi-Ritterrobe an. Und ja, sieht doch nicht schlecht aus. Dann könnte ich nämlich die Jedi-Robe sie hat auch eine Jedi-Knight-Robe. Also, das ist gut zu wissen. Was macht sie eigentlich da hinten? Irgendwie springen die Charaktere, wie sie lustig sind. Dann reden wir mal mit ihm weiter. Also er hat tolle Sachen zu verkaufen. Agi inko tune chula muri ra chiwa aita kan ki cha na chupor nibo kun muri ra slimo poi wanga tong i twama ji ichuta. Oh, er spielt wirklich nicht für niedrige Einsätze. Mal sehen, wie weit es runtergeht, weil das sind hohe Einsätze, also würde ich wirklich mal speichern, Schnellstart machen und so weiter. Weil, wow, ich meine, da könnte ich mir meine Ausrüstung zusammenspielen, wenn ich mal Zeit habe. Aber das wäre dann wirklich etwas, was ich vielleicht sogar wirklich außerhalb machen würde von so einem Let's Play. Aber gut, es ist jetzt auch schon wieder Zeit aufzuhören. Jetzt schauen wir einfach mal an, wie weit ich denn den runterhandeln kann. So, 76, das ist hoch genug, damit wollen wir spielen. Und damit beenden wir mit dem ersten Zug. Ist etwas blöd, aber es geht. Also, bis zum nächsten Mal und dann sehen wir mal, ob ich dieses Spiel gewinne.